Die guten Vorsätze. Eckart hier, hallo, schön, dass du da bist. Hattest du dir am Jahresanfang Neujahrsvorsätze notiert, was du umsetzen wolltest, was du einhalten wolltest? Vor ein paar Tagen war Stammtisch und das Gespräch kam auf das Thema, wie lange halten gute Vorsätze? Bei einigen war die Antwort von 12 bis Mittag. Ich fragte, warum? Tja, da sprudeln die Antworten nur so raus, um es auf einen Nenner zu bringen. Es gab immer etwas Wichtigeres, was kein Aufschub duldete. Kennst du das? Das liegt nicht daran, weil sie keine Motivation hatten, diese Leute in der Gesprächsrunde. An Selbstdisziplin mangelt es bei den meisten auch nicht. Denn jeder tut bereits sehr viel mit Disziplin jeden Tag. Woran hapert es also? Es fehlt das Selbstbewusstsein, also unerschütterliches Vertrauen in die eigene Kraft, um das Ziel zu erreichen. Vergeigst du den Start, wird es am Ende dann schwierig, wenn du die guten Vorsätze nicht im Mindset angekommen sind und verfestigt wurden, wird es dann zu spät sein für die ganz tollen Vorsätze. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Weißt du, was das Problem daran ist? Du zerstörst damit dein Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Immer und immer wieder. Denn du nimmst dich nicht mehr ernst. Deshalb sind die guten Vorsätze bereits eine Lacknummer. Keiner nimmt sie ernst, weil man sich selbst nicht mehr ernst nimmt. Anderen gegenüber bist du auch nicht mehr glaubwürdig. Jeder winkt ab und sagt, so ein Schwätzer. Mit Selbstbewusstsein wird dir das nicht passieren. Nehme dich und deine guten Vorsätze ernst, indem du alle Ängste, Zweifel und Lasten hinter dir lässt. Ich habe deshalb einen sehr wichtigen Tipp für dich. Meinst du es wirklich ernst mit deinen Vorsätzen? Denk nach. Bevor du dir ein neues Ziel setzt, bist du überhaupt bereit, es zu erreichen? Willst du den Preis dafür bezahlen? Willst du die Dinge auch tun? Wenn du es nicht ernst meinst, passiert genau das, was ich eben gesagt habe. Du verlierst Respekt vor dir selbst und anderen. Du baust systematisch Selbstvertrauen ab. Hier zeige ich dir im Podcast, wie du Selbstbewusstsein systematisch aufbauen kannst. Wie machst du es, wenn du deine Vorsätze einhalten willst? Schreib es mir doch unten ins Kommentarfeld. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf Abonnieren klickst, dann auf die Glocke und du bekommst immer eine Nachricht, wenn ich etwas Neues eingestellt habe. Also, wenn dich diese Art von Spiritualität anspricht, darfst du gerne diesen Kanal weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, Menschen, die sich für positives Denken und die Macht der Gedanken interessieren. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Möge das Universum dir Zufriedenheit, Erfolg, Gesundheit bringen. Schön, dass es dich gibt. Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Wünscht euch euer Eckart Franke. Bye, bye.